Die letzten zwei Jahre hatte ich ein bisschen Mühe mit der Gesundheit. Ich bin jetzt gerade von einer Verletzung zurückgekommen. Ich denke, die Mannschaft hat mir sehr gut geholfen, mich wieder ins Teamgefüge einzufügen. Du versuchst natürlich als Spieler zurückzukommen, so schnell wie es geht. Du willst nicht von uns zuschauen und Verantwortung abgeben. Du willst mit der Mannschaft in der Garderobe sitzen, wenn es schwierige Zeiten sind. Wir haben drei Monate sehr hart gearbeitet, dass ich natürlich so schnell wie möglich, aber kontrolliert zurückkomme. Ich wurde sehr gut unterstützt worden vom Club, von den Physios, vom Strength Coach. Und ja, das Vertrauen habe ich definitiv wieder, sonst würde ich nicht spielen. Wir hatten eigentlich auch immer den Druck gehabt, weil der Tabellenplatz sicher nicht optimal war. Man hat so ein bisschen das Verlierer-Image bekommen nach dem letzten Meistertitel. Wir haben keine Playoff-Serie mehr gewonnen. Das ist etwas, das du nicht auf Knopfdruck kannst ändern. In Lugano das Gefühl ist sehr schön. Das Umfeld ist super zum Spielen da. Die Leute auf der Straße sind Hockey begeistert. Sie nehmen dich auf, freundlich. Die Emotionen auf den Rängen, die Passion für den Sport, das ist unglaublich. Und das macht auch Spass nachher auf dem Eis sein. Die Kurva Nord, die ist pumpenvoll und wir können die Musik in der Garderobe abstellen. Da hast du Hühnerhaut, wenn du dort rauskommst. Und das ist etwas Schönes, das kannst du erleben. Kritik entsteht ja meistens auch ein bisschen, du musst immer auch selber etwas hineingeben. Und ich habe sicher das ein oder andere Interview gegeben, das ein bisschen polarisiert hat. Zudem kann ich eigentlich auch sagen, die Leute, die mir auf der Straße begegnet, ist noch nie eigentlich negativ gewesen. Die Leute kommen positiv auf mich zu und wenn es über das Produkt Hockey geht, dann wird mit einer Freude darüber geredet und nie negativ, egal wo ich bin. Wenn man meine Qualitäten anschaut, sicher im Speed-Bereich, im technischen Bereich, ich muss offensiv produzieren, ich werde an dem gemessen. Aber auf der anderen Seite bin ich Teil der Mannschaft und tue meine Sachen erfüllen, damit ich dann, sagen wir mal, ab der zweiten blauen Linie offensiv so ein bisschen meine Freiheiten habe. Und ja, es ist jetzt wirklich, ich könnte eigentlich nicht besser zu Weg sein.